Reformation macht stark. Unter diesem Motto haben die beiden evangelischen Kirchen in Hessen einen Festgottesdienst gefeiert in Marburg in der Elisabethkirche. Ein gelungener Auftakt für ein buntes Programm rund um 500 Jahre Reformation. Mehrere hundert Menschen waren dabei. Viele weitere konnten den Gottesdienst im Marburger Michelchen live beim Hessischen Rundfunk verfolgen. Denn auch nach 500 Jahren ist die Reformation noch längst nicht abgeschlossen. So Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Es ist schön, dass wir dieses Jahr so gefeiert haben, wie wir es getan haben. Ein Jahr, das vor allen Dingen auch nochmal neue Impulse in die Ökumene hineingegeben hat. Und da erwarten jetzt viele von uns zu Recht, das muss jetzt auch noch weitergehen. Das muss spürbar werden und es ist für viele mit der Hoffnung verbunden, dass wir auch gemeinsam irgendwann Abendmahl feiern können. Und dass das nicht in allzu ferner Zeit geschieht, das soll eine der wesentlichen Aufgaben in der nächsten Zeit sein. Ich bin Philipp von Hessen. In Hessen hat Landgraf Philipp viel zur Reformation beigetragen. An diesem Sonntag verkörpert Schauspieler Stefan Piskorz den Landgrafen, der viele Hessen quasi evangelisch gemacht hat. Dank der Überzeugungskraft des hessischen Fürstens konnten sich Luthers Ideen in Hessen verbreiten. Auch heute noch ein Vorbild, findet Martin Hein, Bischof der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Der Glaube als Fundament kommt natürlich nicht ans Ende. Wir stehen immer wieder am Anfang, weil wir auf diesem Fundament aufbauen. Aber man muss deutlich unterscheiden zwischen Fundament und Fundamentalismus. Und gerade Luther hat uns gelehrt, nicht fundamentalistisch zu sein, sondern zu fragen, was treibt Christus in alledem? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, nach Christus zu fragen. Und das verhindert unter heutigen Bedingungen jede Form von Fundamentalismus. Auch Anke Sewenig und Christopher Posch haben den Gottesdienst in Marburg mitgestaltet. Sie sind beide Schauspieler und Reformationsbotschafter der evangelischen Kirche. In einer Diskussionsrunde im Anschluss an den Gottesdienst in der Alten Universität stellten sich die Kirchenvertreter schließlich der Frage, welche Perspektiven sich aus dem Reformationsjubiläum ergeben.